Wir sind Jenny und Martin und mit unserem Van auf dem Kontinent Amerika unterwegs. Komm mit auf unsere Reise und lass dich von unseren Werken begeistern. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video, dem Highlight-Video über Arizona. Was hast du denn da Leckeres dabei? Ich mache uns jetzt ein paar Marshmallows und in der Zeit erzählt euch Martin schon was zu den ersten Highlights aus Arizona. Okay, so machen wir's. Wir starten mit unserem ersten Highlight, Sedona. Sedona liegt ca. 2 Autostunden von Phoenix und ca. 1 Stunde von Flagstaff entfernt. Sedona liegt in einem Nationalpark, hat aber kein übliches Einlasssystem. Man muss an den Parkplätzen entweder den Annual Pass oder ein zuvor gekauftes Parkticket als Nachweis hinter die Scheibe legen. Sedona ist bekannt für seine rote Gesteinslandschaft sowie Energiefelder, sogenannte Vortexe, die hier besonders stark spürbar sein sollen. Es gibt zahlreiche eindrucksvolle Wanderwege. Und wir können euch 3 Aussichtspunkte ganz besonders empfehlen. Subway Cave, Devil's Bridge und Merry-Go-Round Rock. Wie ihr zur Subway Cave kommt, könnt ihr in unserem Blog auf himmelwerke.de erfahren, welchen wir in den kommenden Tagen dort veröffentlichen werden. Schaut vor eurem Besuch auf jeden Fall auch auf die Seite des Nationalparks, um zu erfahren, welche Abschnitte geöffnet bzw. geschlossen haben. Das war schon unser Highlight Nummer 1, gefolgt von Highlight Nummer 2, der Grand Canyon. Der Grand Canyon liegt mit dem Auto ca. 1 Stunde 30 von Flagstaff entfernt. Der südliche Rand, wo sich auch der Nationalpark befindet, hat ganzjährig geöffnet und ist der am meisten besuchte Rand. Der Rim Trail entlang des Canyons ist ein ca. 20 km langer Trail, den man ganz entspannt entlang des Randes gehen kann und bietet immer wieder atemberaubende Ausblicke in den Canyon. Auch hier schaut auf jeden Fall vor eurem Besuch auf die Seite des Nationalparks, um aktuelle Informationen über mögliche Schließungen zu erhalten. Der Desert View Drive hatte nämlich bei unserem Besuch geschlossen, wurde uns aber von den Locals empfohlen, der Desert View Aussichtspunkt soll zum Sonnenuntergang wunderschön sein. In der Saison fahren Shuttles, welche euch zu den jeweiligen Aussichtspunkten entlang des Trails bringen. Unser drittes Highlight, die Route 66. Die historische Straße sollte man bei einem Amerika-Besuch einmal unbedingt befahren haben. Die Straße war die erste durchgehende befestigte Straße von Chicago, Illinois bis nach Santa Monica, Kalifornien. Sie ist zwar nicht mehr komplett befahrbar, aber es ist immer noch ein Erlebnis, die Teilstücke zu befahren. Wir können euch die kleine Goldgräberstadt Oatman in der Nähe von Las Vegas empfehlen. Sie versprüht viel Charme und ihr seht höchstwahrscheinlich wilde Esel, frühere Packesel, welche auf den Straßen unterwegs sind. So, dann kommen wir zu unserem vierten Highlight in diesem Video, Horseshoe Bend. Der Horseshoe Bend liegt ca. 10 Minuten von Page entfernt. Ihr zahlt hier $10 pro Fahrzeug Eintritt. Es ist ein hufeisenförmiger Talmender des Colorado River. Vom Rand aus geht es spektakuläre 300 Meter in die Tiefe. Wir empfehlen euch hier ein Weitwinkelobjektiv, so bekommt ihr den ganzen Horseshoe Bend aufs Bild. Unser fünftes Highlight und vorletztes Highlight in diesem Video, Canyon X. Es gibt unter anderem den Canyon X, den Lower und Upper Canyon, die sogenannten Antelope Canyon. Diese befinden sich ebenfalls in der Nähe von Page.
Der Antelope Creek, von dem der Antelope Canyon seinen Namen hat, ist ein 30 Kilometer langer Fluss, der sich nur bei starkem Regen füllt und so die Canyons durch Flash Floods entstehen ließ. Das Gebiet gehört den Navajos. Um die Canyons besichtigen zu können, müsst ihr eine geführte Tour buchen. Wir haben uns für den Canyon X entschieden, da dieser nicht so sehr überlaufen ist wie die Upper und Lower Canyon. Ihr zahlt hier für ungefähr anderthalb Stunden ca. $50 pro Person Eintritt. Es gibt hier zwei Slot Canyon, die man mit einer kleinen Gruppe besichtigt. Die Canyons sind ein Geheimtipp für Fotografen. Die einfallenden Sonnenstrahlen lassen die Canyons in unterschiedlichen Farbtönen leuchten. Dadurch entsteht ein wunderschönes Lichtspiel. Und jetzt zu unserem Highlight Nummer 6 und unser absolutes Lieblingshighlight in Arizona, White Pocket. White Pocket liegt ca. 3 Stunden Autofahrt von Page entfernt und gehört zum Vermilion Cliffs National Monument. White Pocket bietet eine Kulisse wie auf einem fremden Planeten. Hier gibt es neben weißen Felsen, die mich stark an Blumenkohl erinnern, auch rote, orangene und rosafarbige Felsen, die durch Eisen und anderen Mineralienablagerungen entstehen. Aufgrund der abgelegenen Lage und den schlechten Straßenverhältnissen ist es nicht einfach, dorthin zu gelangen. Ihr benötigt auf jeden Fall ein 4x4-Fahrzeug, aber selbst damit kann es je nach Wetter auch bei Trockenheit sehr schwierig werden. Die meisten Autovermietungen bzw. Versicherungen zahlen hier im Fall eines Steckenbleibens nicht. Aufgrund dessen haben wir uns für eine Tour entschieden. White Pocket ist ein absolutes Paradies für Foto- und Videografen, da sich hinter jeder Ecke neue skurrile Formationen und Farben verbergen. White Pocket war unser absolutes Highlight in Arizona und wir können jedem Abenteurer einen Besuch hier empfehlen. Das war unser Highlight-Video von Arizona. Und im nächsten Video geht es wieder weiter mit einem Vlog und diesmal aus dem Yellowstone Nationalpark. Deshalb wieder einschalten. Und wenn ihr euch fragt, wie wir in dieser grandiosen Gegend hier gelandet sind, dann schaut auch gerne auf Instagram vorbei oder bleibt bei YouTube dran. Wir sehen uns im nächsten Video und gebt gerne einen Daumen hoch und ein Abo, falls nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.